Abi Warburg war ein ganz unabhängiger Kopf, ein unabhängiger Geist. Jemand, der die Idee, dass man Bildwissenschaftler sein kann, nachgerade erfunden hat und uns deshalb so eine Art Blaupause für eine kulturanthropologische Methode vermittelt, die natürlich im 21. Jahrhundert eine hohe Bedeutung erlangt hat, weil wir extrem von Bildern umgeben sind und diese Bilder unser tägliches Dasein auch bis ins kleinste Detail bestimmen. Wir sehen ein Bilderuniversum, wir sehen eine riesige Kartografie, eine Bilderlandschaft, ein Bildermeer, was aus vielen hundert Bildern besteht, 971 Elemente mit mehr als 1000 Einzelabbildungen. Ein riesiges Abenteuer, diese Bildereien zu durchwandern und sich selbst zu erschließen. Die Struktur, die wir gewählt haben, um diese 63 Tafeln zu zeigen, die rekurriert auf das, was auf den Raum, in dem das entstanden ist. Das ist der ovale Lesesaal in der Bibliothek Warburg in Hamburg. Man muss erstmal wissen, dass wir eine Ausstellung gemacht haben aus einem Projekt, was nicht vollendet ist. Und das war aber eigentlich ein Buchprojekt. Bilderatlas ist am Anfang des 19. Jahrhunderts das Wort für Bildband. Ein Buchprojekt, was auf die Sprache der Bilder setzt. Für uns war es ein großes Abenteuer, in diesen Atlas, in diesen Bilderatlas Memosyne überhaupt einzusteigen. Und wir hatten das Glück, dass wir auf Vorarbeiten von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zurückgreifen konnten. Dieses Projekt ist seit ungefähr 1970 der Forschung bekannt und galt als verloren. Das lag daran, dass die Warburg Bibliothek evakuiert wurde nach London, um sie vor dem Zugriff der Nazis zu schützen, 1933. Und dort ging die Arbeit in dieser Bibliothek weiter mit den Forschern, hatte ein ganz bestimmtes Projekt, das Nachleben der Antike, also die Grundlage der Renaissance. Das war Warburgs Hauptthema. Wie kommt es zur Renaissance? Was spielt die Antike dort für eine Rolle in der Renaissance? Und dieses war unser Hauptanliegen, tatsächlich die Reproduktionen zu finden, die Abi Warburg und seine Mitarbeiter Gertrud Bing und Fritz Sachsel in den 20er Jahren benutzt haben. Und das ist das, was Sie hier sehen können. Die Reproduktionen, so weit wie möglich die Originale, die in den 20er Jahren auch bei der Entwicklung dieser Tafeln im Einsatz waren. An der Tafel 78 kann man also sehr schön sehen, dass Warburg immer den Kreis, den Gedankenkreis öffnete zu unüblichen Themen. Er wetterte auch immer gegen die grenzpolizeiliche Befangenheit seiner Kollegen. Nicht? Dass die immer schön auf ihr Gärtchen achten und niemand anders da was drin tun darf. Für ihn war das grundsätzlich so, man muss die Grenzen zu den anderen Disziplinen überschreiten. Das hilft der Erkenntnis. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Bildwelt, die scheinbar so verschlüsselt erscheint, an die Gegenwart anzuschließen, indem man einfach nur zeigt, dass die Bilder von heute eigentlich die Bilder von gestern sind.